Anfang 1945. Der Zweite Weltkrieg ist auf seinem Höhepunkt. US Marines landen an den Stränden von Iwo Jima. US Marines kesseln die Verteidigungsstellungen im Hafen von Incheon in Korea ein. Meere und Ozeane bedecken über 2/3 der Erdoberfläche. Der Angriff von See war für lange Zeit eine der wichtigsten Möglichkeiten mächtiger Staaten, ihre militärischen Muskeln spielen zu lassen. Wenn der Angriff von See gelingt, ist er ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Sieg. Wenn er misslingt, kann er zu Verlusten von Menschenleben führen und zu militärischen und politischen Katastrophen. Krieg im Pazifik, Anfang 1945. Die Japaner befinden sich auf dem Rückzug. Amerikanische und alliierte Truppen nähern sich ihrem Ziel, dem Angriff der japanischen Hauptinseln. Während ihres 2,5-jährigen Pazifikfeldzuges mussten die US-Streitkräfte bereits einige von Japan gehaltene Inseln angreifen. Japanische Soldaten gehen eher in den Tod, als dass sie aufgeben. Jetzt steht US-Marine-General Holland Howling Mad Smith und seinen Soldaten eine schwierige Aufgabe bevor. Die kleine Vulkaninsel Iwo Jima liegt knapp 1000 Kilometer südlich der japanischen Hauptinsel. Iwo Jima ist nur gut 20 Quadratkilometer groß, aber aus zwei Gründen wichtig. Sie könnte den Geleitflugzeugen der B-29 Super Fortresses als Stützpunkt dienen. Bisher starten sie ebenso von den Marianen wie die Bomber, die Japan bombardieren. Die Air Force muss bisher schwere und unakzeptable Verluste hinnehmen. Die Insel soll auch als Notlandeplatz für Bomber dienen, die beschädigt sind und einen Flug zu den Marianen nicht mehr bewältigen können. Aber es befinden sich 22.000 japanische Soldaten auf der Insel und sie hatten mehr als 3 Jahre Zeit, ihre Verteidigungen auszubauen. Mit Iwo Jima ist erstmals eine der japanischen Inseln bedroht. Zweifellos wird sie von den Japanern erbittert verteidigt werden. Wie kann Howling Mad Smith diese gut befestigte Insel einnehmen? Ein paar Jahre später wird an der koreanischen Halbinsel ein weiterer Angriff vom Meer vorbereitet. Das Kommando hat General Douglas MacArthur. Er steht einer ganz anderen Herausforderung gegenüber. Am 25. Juni 1950 hatten Truppen des kommunistischen Nordkoreas überraschend den demokratischen Süden angegriffen. Binnen 3 Tagen eroberten sie die Hauptstadt Seoul. Bis August waren die südkoreanischen Truppen, ihre amerikanischen und UN-Verbündeten, in die kleine Enklave Pusan an der Südostküste zurückgedrängt worden. US-General Douglas MacArthur, Kommandeur der südlichen Einheiten im Pazifikfeldzug der Alliierten, soll den Gegenangriff führen. Selbstsicher wie immer behauptet er gegenüber den Medien, er werde Seoul binnen 3 Monaten zurückerobern. Wie kann MacArthur das Blatt wenden und sein Versprechen erfüllen? In beiden Fällen ist ein Angriff vom Meer, eine sogenannte amphibische Operation, das Mittel der Wahl. Eine Landung an feindlicher Küste ist immer riskant. Bestimmte Grundvoraussetzungen müssen erfüllt sein, egal ob Generäle diese Taktik aus freien Stücken wählen, wie MacArthur, oder keine Alternative haben, wie Smith. Zielsetzung. Der Kommandeur muss sich über den Grund des Unternehmens und über die unmittelbar zu erreichenden Ziele im Klaren sein. Geheimdienstinformationen.
Er muss wissen, was seinen Truppen bevorsteht. Und er muss nicht nur die Stärke des Gegners und seine Bewaffnung, sondern auch das Gelände kennen. Insbesondere Gezeiten und Beschaffenheit der Strände spielen bei der Anlandung eine große Rolle. Annäherung. Truppen und Ausrüstung müssen das Zielgebiet übers Meer erreichen. Dieser Weg kann wenige oder tausende Kilometer lang sein. Angriff. Die gegnerische Verteidigung muss geschwächt und dann überwunden werden. Dazu wird die passende Ausrüstung benötigt, um auch unter Beschuss vom Meer aufs Festland zu gelangen. Befestigung. Der Landekopf muss gegen Angriffe gesichert werden und den zügigen Nachschub von Verstärkung und Versorgung ermöglichen. Ausbruch. Schließlich müssen die Truppen aus dem Landekopf ausbrechen und den nächsten Schritt innerhalb der Gesamtstrategie angehen. Denn eine amphibische Operation ist selten ein isoliert zu sehender Angriff, sondern fast immer Teil einer militärischen Strategie. Bei der Planung eines Angriffs vom Meer muss bedacht werden, dass es nicht nur darum geht, mit den Truppen die Küste zu erreichen. Es kommt darauf an, die Küste zu überwinden, also über die Strände ins Hinterland zu gelangen. Ein Angriff vom Meer kann nicht allein mit einer überlegenen Seestreitkraft gewonnen werden. Man braucht gut ausgerüstete Truppen, um den anfänglichen Erfolg ausnutzen zu können. Die erste entscheidende Voraussetzung für den Angriff von See ist eine klare Zielsetzung. Ist dieses riskante Manöver aus strategischer Sicht sinnvoll? Und welche Taktik wendet man unmittelbar nach der Landung an? Für Howling Mad Smith, den kommandierenden Flottenadmiral Chester Nimitz und ihre Männer sind die strategischen Möglichkeiten beschränkt. Um das japanische Bollwerk auf der Pazifikinsel zu erstürmen, musste ein Großteil der Angriffe vom Meer ausgehen. Iwo Jima ist der nächste Schritt der Amerikaner im Pazifikkrieg. Ein Angriff ist nicht zu vermeiden. Angesichts der zu erwartenden Verluste versuchen Nimitz und seine Kommandeure, die Angriffe auf die nötigsten zu beschränken. Die Mehrzahl der befestigten pazifischen Inseln wurde in der Tat nicht angegriffen. Die US-Marine hatte beschlossen, dass sie den Aufwand und die Verluste nicht wert waren. In taktischer Hinsicht hat Smith seine klare Zielsetzung, die auch seine Truppen kennen. Die Insel soll so schnell wie möglich in Besitz genommen werden, damit die US-Begleitgeschwader von ihr Gebrauch machen können. Die Zielsetzung seines Gegners, General Tadamichi Kuribayashi, ist noch einfacher. Er kann sich nirgendwohin zurückziehen und es besteht keine Hoffnung auf Unterstützung aus der Luft. Ihm und seinen Männern bleibt nur, möglichst ruhmreich zu sterben und viele Feinde mit in den Tod zu nehmen. Deshalb verwandelt Kuribayashi seine Insel in eine Festung. Alle Zivilisten werden evakuiert. Iwo Jima wird mit Geschützstellungen bedeckt, die sorgfältig getarnt und durch Tunnel verbunden sind. Auch MacArthurs Zielsetzung für seinen Angriff von See in Korea ist schlicht. Er will Pusan von der nordkoreanischen Belagerung befreien und die Truppen zurückdrängen. Der demokratische Süden soll befreit werden und im Idealfall auch der kommunistische Norden. Doch hier gibt es keine klaren Vorgaben für die taktische Ausführung. Die konventionelle militärische Reaktion wäre der Aufbau von UN-Truppen im Umkreis von Pusan, dann würde ein Ausbruch und das Zurückdrängen der Nordkoreaner folgen. Allerdings ist die Situation der nordkoreanischen Truppen unter General Cha Yong-jun weit schlechter, als es den Anschein hat. Ihre Versorgung ist mangelhaft, es fehlen ausreichend Munition und Nahrung. Außerdem sind sie in der Unterzahl, doch die demoralisierten Truppen Südkoreas und der UN in Pusan haben das noch nicht bemerkt.
MacArthur sieht eine weitere Möglichkeit, die er zum Kern seiner Operation macht. 30 Kilometer östlich der südkoreanischen Hauptstadt Seoul liegt das Han-Tal. Es ist der Verkehrsknotenpunkt der koreanischen Halbinsel. Alle wichtigen Nord-Süd-Routen, Straße und Schiene laufen hindurch. Die nordkoreanischen Truppen rund um Busan sind auf sie angewiesen. Für MacArthur bietet sich hier die Möglichkeit eines Propagandaerfolgs und eines strategischen Triumphs. Eine Landung in Incheon würde nicht nur Seoul innerhalb des von ihm genannten Zeitfensters befreien, er könnte auch ein paar Kilometer weiter die nordkoreanischen Nachschub- und Kommunikationswege kappen und den Krieg mit einem Schlag gewinnen. Within 50 miles of the beach. 80 Kilometer von der Küste entfernt bietet sich eine in der Militärgeschichte wirklich seltene Gelegenheit. Wer diesen Flaschenhals kontrolliert, kontrolliert die gesamte südliche Halbinsel. MacArthurs Vorgesetzte sind entsetzt. Sie kennen die Gefahren eines Angriffs von See über eine solche Distanz. Und sie sind überzeugt, die richtige Strategie sei eine Offensive aus Busan heraus. Aber MacArthur ist nicht aufzuhalten. Er trägt die Auseinandersetzung hinauf in die Führungszirkel und setzt schließlich seinen Willen durch. Jetzt ist seine Zielsetzung klar. Viele seiner Kritiker vermuten hinter der Strategie lediglich den Wunsch nach öffentlicher Anerkennung als Eroberer von Seoul. Sie verkennen die geniale Möglichkeit, den Feind mit einem einzigen, außerordentlich wagemutigen Angriff von See vernichtend zu schlagen. ...1945 hatte General Holland Smith zum Angriff von See keine Alternative, um Iwo Jima einzunehmen. 1950 in Korea entscheidet sich General MacArthur aus freien Stücken für diese riskanteste aller Möglichkeiten. Nun müssen beide Männer die zweite Anforderung erfüllen, Geheimdienstinformationen. Zu einem herausragenden Beispiel für die Notwendigkeit akribischer Geheimdiensttätigkeit war es erst vor kurzem gekommen. 1942 begannen die Alliierten mit der Planung für eine Invasion in Europa. Sie waren mit Hitlers Atlantikwall konfrontiert und starteten eine gewaltige Geheimdienstoperation, um dessen eindrucksvolle Verteidigung zu durchbrechen. Der britische Geheimdienst SIS arbeitete mit französischen Widerstandskämpfern der Résistance zusammen, um sämtliche deutsche Einheiten nahe der Nordwestküste ausfindig zu machen. Agenten beobachteten den Bau von Befestigungen durch die Deutschen an jedem angreifbaren Küstenstreifen und lieferten die Informationen an ihre Vorgesetzten. Die Seewege zu den möglichen Anlandestränden wurden minutiös ausgearbeitet, die Gezeiten sorgfältig beobachtet. Sondereinheiten nahmen Sandproben von jedem Strand, um seine Tragfähigkeit für Panzerfahrzeuge zu prüfen. Kein Detail war klein genug, dem Zufall überlassen zu werden. Es war die größte Geheimdienstoperation aller Zeiten. Sie dauerte mehrere Jahre. Für General Holland Smith vor Iwo Jima gibt es nur wenig gesicherte Geheimdienstinformationen. Fast alles beruht auf Mutmaßungen. Iwo Jima ist zu klein und zu gut bewacht, um eine heimliche Erkundung der japanischen Verteidigung durch Agenten zu wagen. Die Planer vermuten, dass der lockere vulkanische Sand die Landung von Männern und Fahrzeugen erschweren wird. Sie wissen auch, dass die Insel mit einem komplexen Netz von Verteidigungsstellungen durchzogen ist. Aber da die meisten unterirdisch angelegt sind, kann auch die Luftaufklärung nicht viel ausrichten. Aus früherer, bitterer Erfahrung müssen Sie damit rechnen, dass die Japaner jeden Quadratmeter Boden bis zum Tod verteidigen werden. Das ist alles, was Sie wissen, bis die Männer die Insel erreichen. 5 Jahre später in Korea befindet sich General MacArthur in einer ganz ähnlichen Situation wie Holland Smith. Er kennt weder Stärke noch Verfassung der feindlichen Truppen in der Gegend um Incheon.
Und er weiß auch nicht, in welchem Umfang und mit welcher Geschwindigkeit der Gegner Verstärkung herbeischaffen kann. Wichtiger noch wäre genaue Kenntnis der Geografie. MacArthur bräuchte Informationen über die Wasserwege, die seine Invasionsflotte nehmen muss, und über den Küstenstreifen, an dem seine Männer anlanden werden. Der Kern des Problems liegt auch ohne detaillierte Geheimdienstinformationen auf der Hand. Incheon liegt am Ende des Flying Fish Kanals. Die Route zu den Anlandestellen wird von der Halbinsel Wolmido beherrscht. Sie muss vor allen anderen Anlandungen eingenommen werden. Die Situation wird durch die Gezeiten zusätzlich erschwert. Der Tidenhub bei Incheon ist einer der höchsten der Welt. Bei Ebbe erstreckt sich dort das Watt 5 bis 6 Kilometer ins Meer hinaus. Die Landungsboote müssen auf dem Höhepunkt der Flut die Strände erreichen und die Anlandung abschließen, bevor sich die Küste bei Ebbe in schlammigen Morast verwandelt. Zuerst muss bei Flut Wolmido erobert werden. Dann müssen die Truppen fast 12 Stunden warten, um mit der nächsten Flut in Incheon anzulanden. Selbst wenn die Eroberung Wolmidos gelingt, hat der Feind 12 Stunden Zeit, um sich auf den Hauptangriff vorzubereiten. MacArthur hat sich mit seiner öffentlichen Ankündigung, Seoul binnen 3 Monaten zurückzuerobern, selbst die Hände gebunden. Bis dahin bleiben nur 3 Termine mit ausreichend hoher Flut zur richtigen Zeit, um sowohl Wolmido als auch Incheon bei Tageslicht angreifen zu können. Und selbst dann bleiben den Marines nur 2 Stunden zur Sicherung des Landekopfes vor Einbruch der Nacht. Wird die Zeit für MacArthur reichen, die fehlenden Geheimdienstinformationen zu erlangen? Nur 20 Tage vor dem letztmöglichen Angriffstermin wird US-Marineleutnant Gene Clark beauftragt, die benötigten Informationen für MacArthur zu besorgen. Bei Nacht schleust Clark sein Team auf einer kleinen Insel in der Nähe des Hafens ein. Er nimmt Kontakt zum südkoreanischen Widerstand auf und erstellt eine Karte mit den Wasserwegen, den Inseln und der Höhe der Kaimauern an den Landepunkten. Außerdem meldet er Einschätzungen der Feindstärke und den möglichen Verstärkungen. Clark bleibt bis zum Tag der Anlandung vor Ort. MacArthur erhält genügend Informationen, um den Angriff vorzubereiten. Die Gezeiten und andere Probleme können überwunden werden. Außerdem ist der Feind in der unmittelbaren Umgebung nicht besonders stark. Die Informationen von Clark bestimmen das taktische Vorgehen. Vor der Invasion werden Kriegsschiffe die Verteidigungen beschießen und versuchen, sie auszuschalten. Um den Angriff zu verschleiern, wird MacArthur eine Reihe von Täuschungsmanövern starten. Mit der ersten Flut um 6.30 Uhr werden Marines auf Wolmido landen und die Halbinsel einnehmen. Wenn das Meer zurückgeht, werden die Truppen abgeschnitten sein. Für die Männer auf Wolmido ist das Risiko enorm. Während dieser Zeit sind sie auf sich selbst gestellt. Um 14.30 Uhr wird der Artilleriebeschuss wieder aufgenommen. Diesmal wird der Bereich direkt am Wasser abgedeckt. Um 16.45 Uhr verlassen die ersten Landeboote ihre Schiffe. Um 17.30 Uhr werden die ersten Marines die Kaimauern an den von den Amerikanern Red Beach und Blue Beach genannten Abschnitten erstürmen. Bei Anbruch der Nacht gegen 19.30 Uhr müssen die Marines das Gelände erobert und eine Verteidigungszone gesichert haben. Wie Smith bei Iwo Jima geht auch MacArthur ein großes Risiko ein. Aber er hat die nötigen Geheimdienstinformationen erhalten, um seine Wahl abzuwägen. Sobald die Zielsetzung feststeht und man zumindest ungefähr weiß, was einen erwartet, muss man sich um die 3. Grundbedingung des Angriffs vom Meer Gedanken machen. Wie gelangen die Männer über oft schwere See zum ausgewählten Strand und wie erhalten sie ausreichend Feuerschutz?
Diese Aufgabe war beim größten je unternommenen Angriff von See, der Invasion in der Normandie im Juni 1944, relativ einfach. Zu den französischen Stränden mussten nur 150 Kilometer Seeweg überwunden werden und sie lagen in Reichweite der Kampfflieger. Dagegen sind die Probleme der US-Truppen im Pazifik gewaltig. Sie müssen ihren Angriff auf Japan aus einer Entfernung von 5000 Kilometern in Gang setzen und den Pazifischen Ozean überqueren. Als die Vereinigten Staaten nach Pearl Harbor in den Zweiten Weltkrieg eingriffen, waren sie vollkommen unvorbereitet. Der Angriff von See war für die Amerikaner relativ neu. Sie hatten nie ein Weltreich und verteidigten in erster Linie ihre Landesgrenzen. Also mussten sie sich im Pazifikkrieg eine neue Art der Kriegsführung einfallen lassen. Sie entwickelten ihre eigene Form des Angriffs von See mit neuen Waffen und einer neuen Strategie. Und später beherrschten sie diese sehr schwierige Kriegsform sehr schnell, sehr gut. Selbst wenn Inseln als Stützpunkte genommen werden können, sind sie immer noch viel zu weit vom nächsten Ziel entfernt, um Unterstützung zu gewähren. Eine angemessene Entfernung in Reichweite der Jäger und Bomber liegt bei 150 Kilometern. Stattdessen betragen die zu überwindenden Strecken hier meist über 800 Kilometer. Daher ist es in jedem Stadium des Pazifikkrieges entscheidend, die Lufthoheit über das nächste Zielgebiet zu gewinnen. Das kann nur mit Hilfe von Flugzeugträgern erreicht werden. In sehr kurzer Zeit stellen die Amerikaner eine gewaltige Flotte von Flugzeugträgern auf. Standardmodell sind die Träger der Essex-Klasse mit 35.000 Bruttoregistertonnen. Sie können bis zu 91 Jäger und Bomber tragen. Außerdem wird direkter Feuerschutz für die Invasionstruppen benötigt, wenn die Soldaten anlanden. Zum Teil wird er von den Flugzeugträgern bereitgestellt. Auch die großen Schlachtschiffe tragen mit Artilleriefeuer dazu bei. Sie hatten sich gerade als extrem verwundbar durch Luftangriffe gezeigt. Doch als schwimmende Artilleriestellungen erhalten sie neue und entscheidende Bedeutung. Sie bieten den angreifenden Truppen ausreichend Feuerschutz. Aber das alles wäre nutzlos, ohne Versorgung und Nachschub über die riesigen Entfernungen des Pazifiks. In dieser Hinsicht leisten die USA Außerordentliches. In knapp einem Jahr entwickeln sie ein neues Element der Kriegsführung, das bis heute eine große Rolle spielt. Das entscheidende Element waren die Flottenbegleitschiffe, der sogenannte Fleet Train. Amphibische Kriegsführung ist weitestgehend eine Frage der Logistik. Nicht nur. Natürlich spielen auch die oft harten Gefechte eine Rolle. Aber im Unterschied zu einem Luftlandemanöver kann die Marine große Mengen von Versorgungsgütern und Nachschub mit sich führen. Der Fleet Train, entworfen von Admiral Kelly Turner, ist die Lebensader des Pazifikfeldzuges. Ganze Flotten von Versorgungsschiffen und Tankern werden dafür neu entwickelt und gebaut. Neue Techniken zum Umladen von Versorgungsgütern und zur Betankung auf offener See werden eingeführt. So können die US-Truppen über Monate fern von ihren Stützpunkten bleiben. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges entwickeln sich die amphibischen US-Truppen im Pazifik zu einer beeindruckenden Kriegsmaschine. Das zeigt sich bei der Landung der Marines auf Iwo Jima, bei der sehr schnell die Lufthoheit erlangt und auch die Unterstützung von See bereitgestellt wird. ...72 Tage lang zermürben Bomber von den Marianen aus die Verteidigung der Insel. Es folgen 3 Tage kontinuierlicher Artilleriebeschuss von den Schlachtschiffen und Kreuzern. Die US Navy und die Marines stehen vor einem der verlustreichsten Angriffe ihrer Geschichte. Aber nur 5 Jahre später, in Korea, steht diese Kriegsmaschine General MacArthur nicht mehr zur Verfügung. Das Ende des Zweiten Weltkriegs und der Beginn des Atomzeitalters hatten zu außergewöhnlichen Maßnahmen geführt. 1949 verkündeten General Omar Bradley, Vorsitzender der Stabschefs,
und US-Verteidigungsminister Louis A. Johnson öffentlich das Ende der groß angelegten Angriffe von See. 1950 stehen MacArthur nur noch Reste der amphibischen Streitmacht von vor 5 Jahren zur Verfügung. Doch er lässt sich nicht entmutigen. Als sich die ersten 260 Schiffe von General MacArthurs Armada im japanischen Yokohama sammeln, ist es nur eine behelfsmäßige Transportflotte. Dennoch reicht sie aus, MacArthurs Truppen 2000 Kilometer weit von Japan nach Incheon zu befördern. Bereit zum Angriff erreichen nun beide Kommandeure die kritischste Phase der Operation. 1945. Die Zermürbung Iwo Jimas durch Bombardierung und Beschuss wird eingestellt. Die Truppen legen ab in Richtung Strand. Für den Angriff von See kommt nun der entscheidende Augenblick. Beim eigentlichen Angriff sind die Truppen den Verteidigern ausgeliefert. Ein besonders drastisches Beispiel dafür hatte sich 3 Jahre zuvor in Europa ereignet. Britische Truppen hatten versuchsweise eine Anlandung in Dieppe ausgeführt, eine sogenannte gewaltsame Aufklärung. Dabei sollten die Hafenanlagen der nordfranzösischen Stadt zerstört werden. Als sie an Land gingen, wurden die Landungsboote von Kugelhagel empfangen. Die Soldaten saßen am Strand in der Falle. Die meisten angelandeten Panzer fuhren sich in den kleinen Kieselsteinen der Strände fest. Nur wenige schafften es über die Kaimauer, wurden dann von Panzersperren gestoppt und von den Deutschen abgeschossen. Binnen 5 Stunden mussten die Truppen evakuiert werden. Mehr als 2 Drittel der Männer wurden zurückgelassen, tot, verwundet oder in Gefangenschaft. In Iwo Jima haben Howling Mad Smith und seine Marines kaum eine Wahl. Sie müssen einen gut verschanzten Feind über offene Strände angreifen. Immerhin haben die Marines spezielle Ausrüstung zur Überwindung der Strände zur Verfügung. In den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen wurde viel in Technik und Technologie investiert. Ein Ergebnis war das sogenannte Higgins-Boot. Dieses Landungsboot hat eine Bugklappe, die den angreifenden Truppen als Rampe dient. Dann gab es ein Amphibienfahrzeug, einen Schwimmpanzer namens Roebling Alligator. Dieses Kettenfahrzeug wurde ursprünglich für die Sümpfe Floridas entwickelt. Aber die Marines erkannten seinen Nutzen bei der Überwindung von Korallenriffen. Und im Südpazifik gibt es viele Korallenriffe. Die Taktik von Smith ist einfach. 8000 Männer der 4. und 5. Marinedivision werden am 19. Februar 1945 um 8 Uhr von den Schiffen ablegen. Die 5. Division wird an den südöstlichen Stränden unterhalb des Mount Suribachi landen. Dieser erloschene Vulkan ist 170 Meter hoch und dominiert die Insel. Ein Regiment wird quer über die Insel stoßen und sie teilen. Ein zweites wird nach Süden drehen, um am Suribachi anzugreifen. Die 4. Marinedivision wird sich auf die Eroberung der beiden japanischen Flugplätze im Norden konzentrieren. Erst beim Erreichen der Strände werden die Marines wissen, wie stark die Japaner sind. Und sie fürchten das Schlimmste. Denn bei jeder bisherigen Anlandung im Pazifik hatten sich die Japaner heftig verteidigt, bis ihre Stellungen unter großen Anstrengungen überwunden wurden. Pünktlich um 8.15 Uhr trifft die Angriffswelle den Strand. Als die Männer an Land eilen, wird schnell klar, dass etwas nicht stimmt. Während die Männer sich vorantasten, herrscht 20 Minuten lang beängstigende Stille. Dann bricht die Hölle los.
Ein Sturm von Maschinengewehr, Mörser und Artilleriefeuer prasselt auf die Strände nieder. Aufgrund vorangegangener, erfolgreicher Anlandungen der Marines hat General Kuribayashi seine Verteidigungstaktik komplett umgestellt. Er lässt die Marines zunächst anlanden, um sie dann aus sorgfältig platzierten und getarnten Stellungen heraus unter Feuer zu nehmen. Die Marines gehen in Deckung. Werden die Japaner zum Gegenangriff übergehen und sie zurück ins Meer drängen? Auch für MacArthurs Planungsstab in Korea rückt der Moment der Wahrheit näher. Anders als Holland Smith ist es ihnen gelungen, ihre Taktik geheim zu halten. 5 Tage vor dem Angriff auf Incheon haben amerikanische Luft- und Seestreitkräfte mit der Bombardierung der Halbinsel Wolmido begonnen. Gleichzeitig bombardiert ein britisches Flottenkommando den Hafen von Chinampo, ungefähr 150 Kilometer nördlich von Incheon. Und britische Fregatten setzen etwa 150 Kilometer südlich Überfallkommandos in Kunshan ab. MacArthur hofft, dass diese Ablenkungsmanöver die eigentliche Zielsetzung des Trommelfeuers auf Wolmido verschleiern. Am 15. September gegen 6.30 Uhr entfesselt die US-Kriegsflotte einen weiteren Feuersturm. Die Marines warten angespannt in ihren Landungsbooten. MacArthur nimmt auf der Brücke der USS McKinley seinen Platz ein. Zu diesem Zeitpunkt weiß er noch nicht, dass er erstaunliches Glück gehabt hat. Ohne diesen Glücksfall hätte der Angriff auf Incheon in einer Katastrophe enden können. Die Sowjets wollten den Hafen verminen. Und wären diese Minen rechtzeitig eingetroffen, wäre die Landung viel schwieriger, wenn nicht unmöglich gewesen. Aber sie kamen ein paar Tage zu spät. Ein Eisenbahnwaggon voller Seeminen für den Hafen von Incheon hing auf einem Abstellgleis irgendwo in Nordkorea fest. 6.33 Uhr. Die ersten Marines des 3. Bataillons der 5. Division erreichen den Strand von Wolmido. Die Amphibienfahrzeuge der Marines stoßen an Land und die Truppen schwärmen aus. Uhr. Das Sternenbanner wird auf dem Radio Hill über dem Hafen von Incheon gehisst. 7.55 Uhr. Die gesamte Stellung ist gesichert. MacArthur liegt mit seinem Plan gut in der Zeit. Mit der einsetzenden Ebbe wird das Watt freigelegt. Die Invasionsflotte ist zum Abwarten verdammt. Sie kann den Marines jetzt nicht mehr helfen. Die Marines erwarten den Gegenangriff, aber er bleibt aus. Um 14.30 Uhr setzt wieder die Flut ein. Der Artilleriebeschuss beginnt von neuem, diesmal zielt er direkt auf die Küstenlinie. Die Truppen bewegen sich in Richtung Küste. Pünktlich um 17.30 Uhr erreichen die Marines der 5. Division Red Beach. Sie werfen Handgranaten über die Kaimauer, legen ihre Sturmleitern an und überwinden sie. Auch am Blue Beach geht das 1. Regiment der Marines an Land und trifft auf nur schwache Gegenwehr. Bei Sonnenuntergang, als das Wasser sich wieder zurückzieht, haben sie den Landekopf gesichert und eine Verteidigungszone errichtet. Für MacArthur 1950 war die Angriffsphase ein erstaunlicher Erfolg. Aber der Angriff von Smith 1945 ist immer noch in der Schwebe. Wird ein Gegenangriff seine Marines zurück aufs Meer drängen? Beide Kommandeure und ihre Soldaten stehen vor der nächsten kritischen Phase ihres Angriffs von See. Die sichere Befestigung. Der Landekopf muss einem unmittelbaren Gegenangriff standhalten können, um Nachschub und Verstärkung zu sichern.
Auf Iwo Jima hat Kuribayashi seinen Feuersturm etwas zu spät ausgelöst. Durch die 20-minütige Verzögerung konnten gerade genug Marines an Land gelangen, um sich festzusetzen. Die Japaner haben auch den Heldenmut der Marines unterschätzt. Obwohl diese nicht erkennen können, woher die tödlichen Schüsse kommen, drängen sie vorwärts. In 90 Minuten haben zwei Einheiten mit je 60 Mann die Insel überquert. Jetzt besteht das eine noch aus 5 Mann, das andere aus 3. Aber nun erhalten sie Verstärkung. Sie bewegen sich langsam auf die unteren Hänge des Suribachi zu. Nach und nach erobern sie die japanischen Stellungen. Aber sie erleiden entsetzliche Verluste. 2430 Marines sterben allein am ersten Tag. Flammenwerfer erweisen sich als besonders wirkungsvoll. Doch die Soldaten, die sie tragen, werden zum Hauptziel der feindlichen Scharfschützen. An den Stränden mühen sich die Marines damit ab, mehr Ausrüstung an Land zu schaffen, darunter Sherman-Panzer und Artillerie. Bis Einbruch der Nacht sind 30.000 Marines gelandet, ihre Befestigung ist gesichert. In Korea hat MacArthur mit seiner Einschätzung der Feindstärke rund um Incheon recht behalten. Sein zweistufiger Angriff ist so erfolgreich verlaufen, dass Angriffs- und Befestigungsphase zusammengefasst werden. In den Lehrbüchern steht, die Koreaner seien zu überrascht gewesen, um die Amerikaner zurück ins Meer zu drängen. Neuere Forschungen haben gezeigt, dass der Plan der Amerikaner den Erschöpfungszustand der überforderten koreanischen Armee verschärft hatte. Letztendlich brach ihre Kommunikation komplett zusammen. Es war ein mustergültiger Angriff von See. Vor ihrer Anlandung hatten die Amerikaner den Feind blind, stumm und taub gemacht. Wie Smith hat auch MacArthur zum Ende des ersten Tages seinen Landekopf gesichert. Nun stehen beide Kommandeure vor der nächsten Phase ihrer Operation. Ein Angriff von See ist mit der Errichtung eines Landekopfes und dessen Befestigung nicht abgeschlossen. Irgendwann müssen die Landetruppen ausbrechen und die nächste Etappe in Angriff nehmen. Smith und MacArthur wissen beide, dass eine erfolgreiche Anlandung im Fiasko enden kann, wenn den Befehlshabern der Ausbruch nicht gelingt. Ein klassisches Beispiel dafür hatte sich 1944 bei Anzio ereignet, während des alliierten Feldzuges in Italien. Als sie sich in Italien nach Norden kämpften, waren die Alliierten an der Gustav-Linie aufgehalten worden. Sie erstreckte sich von Küste zu Küste durch die Berge und war von den Deutschen einfach zu verteidigen. Wiederholte Durchbruchsversuche endeten in blutigen Niederlagen. Daher beschlossen die Alliierten, eine Truppe bei Anzio anzulanden, gut 60 Kilometer hinter der deutschen Verteidigungslinie. Von dort sollten sie landeinwärts stürmen und den Deutschen die Kommunikationsverbindungen abschneiden. Die Anlandung geschah am 22. Januar 1944. Binnen 2 Tagen waren über 50.000 Männer an Land gebracht. Die Deutschen waren überrascht, die Gegenwehr schwach. Aber der alliierte Befehlshaber entschloss sich zur Befestigung des Landekopfes und wartete auf seine Panzer und Geschütze. Selbst Vorstöße zur Aufklärung wurden nicht versucht. Die Deutschen improvisierten und regelten schnell den alliierten Landekopf ab. Sie standen kurz davor, die Alliierten ins Meer zurückzudrängen. Die folgende Pattsituation dauerte 4 Monate. Ein übervorsichtiger Befehlshaber hatte eine gute Gelegenheit verpasst. Auf Iwo Jima hat der Ausbruch von Smith eine eindeutige Zielsetzung. Die Verteidigung soll ausgelöscht und die gesamte Insel eingenommen werden. Den Amerikanern bleibt keine Wahl. Sie müssen sich langsam vorwärts kämpfen und horrende Verluste in Kauf nehmen. Die Japaner warten in ihren Verstecken, bis die Marines ihnen fast gegenüberstehen.
Erst dann eröffnen sie das Feuer. Nahkämpfe sind an der Tagesordnung. Dennoch hebt sich die Moral der entkräfteten Marines am Morgen des vierten Tages. Auf dem Gipfel des Mount Suribachi flattert das Sternenbanner im Wind. Dieses Bild wird zum Symbol für Iwo Jima und für das amerikanische Marine Corps. Das entsprechende Foto gehört zu den berühmtesten Kriegsbildern überhaupt. Aber es dauert noch einen weiteren Monat, bis die Insel gesichert ist. Am 26. März ist der Sieg errungen. Weniger als 1000 der 21.000 Japaner überleben. 6.821 Marines sind gefallen und 18.000 verwundet. Es ist die blutigste Schlacht des Pazifikkrieges. Aber schon vor diesem Datum starten die ersten P-51 Mustangs von der Insel und die ersten beschädigten Bomber können notlanden. Das Ziel, die Eroberung Iwo Jimas, wurde erreicht. Für MacArthurs Truppen in Korea läuft die Ausbruchsphase in Incheon gut an. Am Morgen nach dem Angriff marschieren US Marines ins Landesinnere. Die 7. Division landet, um sich ihnen anzuschließen. Es gibt nur vereinzelten Widerstand und die Truppen kommen gut voran. 10 Tage später, am 25. September und noch innerhalb der von ihm selbst gesetzten Frist, verkündet MacArthur die Rückeroberung Seouls. Zyniker monieren, dass die Marines den Regierungssitz erst am 27. September einnehmen konnten. 2 Tage später nimmt die 7. Division den wichtigen Verkehrsknotenpunkt im Han-Tal ein. Die Verteidiger von Pusan starten einen Gegenangriff und ohne Nachschub und Versorgung bricht die nordkoreanische Armee zusammen. Binnen 4 Wochen wird MacArthur die gesamte koreanische Halbinsel befreit haben. Das Ergebnis eines der erfolgreichsten Angriffe von See, die je ausgeführt wurden. MacArthur ging bei der Incheon-Landung große Risiken ein. Einige davon hätten andere Befehlshaber nicht auf sich genommen. MacArthurs Stärke lag in seinen guten Informationen über den Feind. Ein Vorbild für zukünftige Invasionspläne. Er hatte gute Vorarbeit geleistet und den Feind durcheinandergebracht. So konnte er viele Stellungen zerstören und die Verteidigung ausschalten. Er maß auch der Logistik große Bedeutung zu. Daher konnten die einmal angelandeten Truppen ihre Stellung halten und den schnellen Erfolg taktisch verwerten. Die Operationen von Iwo Jima und Incheon haben die große Bedeutung einer klaren Zielsetzung bei der Planung eines Angriffs von See gezeigt. Für General Holland Smith war die strategische Notwendigkeit der Eroberung Iwo Jimas und das taktische Vorgehen offensichtlich. Es gab keine Alternative. MacArthurs strategisches Ziel in Korea hätte auch auf anderem Weg erreicht werden können. Aber sobald er das strategische Potenzial einer Landung in Incheon erkannt hatte, schöpfte er diese Option aus. Der Bedarf an Geheimdienstinformationen wurde bei den beiden Operationen unterschiedlich bewertet. Für Smith in Iwo Jima spielte sie kaum eine Rolle. Seine Männer lernten den Feind erst während des Gefechts kennen. Für MacArthur waren gute Informationen wichtig. Als er sich für seine Strategie entschieden hatte, benötigte er die Informationen, um ihre Durchführbarkeit einschätzen zu können. Auch in der Annäherungs- und Angriffsphase war die Lage unterschiedlich. Smith war mit einer extrem weiten Anreise zu seinem Ziel konfrontiert. Um es zu erreichen, mussten die USA eine neue Form der Kriegsführung entwickeln. Außerdem standen Smiths Soldaten einem fanatischen Feind gegenüber. Aber er wusste, dass der Gegner sich nicht würde behaupten können, sobald er einen Landekopf gesichert hatte. Es würde ein zermürbender Kampf werden, aber seine Männer hatten die Japaner zuvor auf anderen Inseln überwunden und sie würden es wieder tun.
In Korea war MacArthurs Haupthindernis ein natürliches. Die Gezeiten erforderten eine zweistufige Anlandung. Aber der Feind konnte daraus keinen Vorteil ziehen. MacArthurs Wagnis zahlte sich aus. Auch die abschließenden Befestigungs- und Ausbruchsphasen der beiden Operationen verliefen sehr unterschiedlich. Auf Iwo Jima hatte Smith keine Wahl. Seine Truppen mussten sich mühsam voranquälen und sich auf Nahkämpfe mit einem selbstmörderischen Feind einstellen. Die Grenzen zwischen den beiden Phasen verschwammen. Als sich MacArthurs Wagnis am Tag des Angriffs auf Inchon bezahlt gemacht hatte, erschien alles Weitere geradezu einfach und zwangsläufig. Mit seinem Angriff von See hätte er den Koreakrieg beinahe binnen 4 Monaten nach seinem Beginn gewonnen. Tragischerweise zog sein Vorrücken durch Nordkorea bis an die Grenze des kommunistischen Chinas, dessen Truppen mit in den Krieg. Und so zog sich der Krieg weitere 3 Jahre hin. Inchon war der letzte große Angriff von See im 20. Jahrhundert. Aber sein Erfolg sicherte dieser Taktik einen wichtigen Stellenwert während des Kalten Krieges. Wie alle Taktiken entwickelt sich der Angriff von See im Zuge neu entwickelter Technologien weiter. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Hubschrauber in diese Taktik eingebunden. Aus taktischer und technischer Sicht liegt die interessanteste Weiterentwicklung des Angriffs von See im ausgiebigen Gebrauch des Hubschraubers in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er erweitert den Spielraum zur Anlandung von Truppen erheblich. Zwar ist er feindlichem Feuer mehr ausgeliefert als Bodenfahrzeuge, aber er kann Truppen an Orten anlanden, zu denen ein Schiff nie hingelangen könnte. Der Angriff von See bleibt für eine Großmacht wie die Vereinigten Staaten die beste Art, rund um die Welt Stärke zu zeigen. Die nukleargetriebenen Träger der US Navy und die amphibischen Divisionen der Marines auf ihren hubschrauberbestückten Kriegsschiffen sind ein deutliches Symbol der Macht. Allein die Androhung eines Angriffs von See beeinflusst den Feind. Im Zuge der Operation Desert Storm gegen Saddam Hussein wurden Landemanöver im großen Stil im Persischen Golf geübt. Es waren Täuschungsmanöver. Sie hielten die irakischen Truppen an der Küste fest, während die Marines tatsächlich am Feldzug im Landesinneren teilnahmen. Sie führten über die saudi-arabische Grenze einen direkten Angriff auf Kuwait aus. Der Angriff von See zählt zu den verwegensten Formen der Kriegsführung. Für viele Staaten steht er im Mittelpunkt der zukünftigen Entwicklung von Technologie und Doktrin. Der Wunsch nach einem Expeditionskorps, das ein weit entferntes Land erreicht und dort erfolgreich operiert, ist seit jeher der heilige Gral des Militärs. Die Großmächte werden die Mittel zur Ausführung dieser Taktik bereithalten, solange es Kriege gibt.